Viel Vergnügen, neuer Stream auf Twitch mit unseren Sumerern. Beginn einer neuen Mini-Aufzeichnungsstaffel für unsere YouTube-Zuschauer. Grüße auch an die da drüben, die sich das dann später angucken. Krieg gegen die Byzantiner. Ich weiß nicht, wie lange er noch dauert, aber ich weiß, unsere erste Kriegsbeute sollten wir eigentlich nach dem Rundenwechsel endlich bekommen. Das sollte drin sein. Und die zweite Stadt hier links, da haben wir, das habe ich eben erst entdeckt, als ich mir das Safe Game wieder geladen habe. Hier entsteht ein Lager. Das ist doof. Den Lagerbau können wir ausbremsen, wenn wir eine Einheit draufziehen. Die, die daneben stehen, können das im Augenblick nicht. Das heißt, vielleicht verheizen wir dann gleich einen unserer Speerkämpfer, den wir ja dann draufstellen und dann in Ruhe zu Tode bomben lassen. Dann haben wir drei Siedler, zwei im Bau, einer unterwegs, um diese drei Städte hier noch zu platzieren. Eine Stadt, die die Byzantiner hier hingesetzt haben, hat unser Verbündeter, die Preslav, der Stadtstaat, bei dem wir Suzerän sind, für uns erledigt. Danke an die Preslavaner. Sehr freundlich von denen. Ansonsten, technologisch sind wir wie immer Pflaumen. Wir fragen regelmäßig nach bei Kyros. Wir hatten ihm schon eine Delegation rübergeschickt, ob er nicht endlich bereit wäre, unsere Freundschaft entgegenzunehmen, denn wir wollen kein Zwei-Fronten-Krieg. Noch nicht. Alternative, wenn der Krieg vorbei ist, wir nehmen all unsere Einheiten und ziehen entweder hoch, um Kyros einzusacken und anzugreifen. Oder wir bekommen doch nur eine Freundschaft mit ihm. Oder wir schicken unsere Truppen runter nach den Byzantinern zu den... Wo sind sie denn überhaupt? Ach, hier unten. Zu den Babyloniern. Die sind hier und haben auch schon einige Städte eingenommen. Oder wir machen einen friedlichen Aufbau und versuchen mal endlich unseren Forschungsrückstand bei der Kultur und bei der naturwissenschaftlichen Forschung aufzuholen. Wie auch immer, eine Runde weiter für uns. Stadt Antiochia ist übrigens belagert. Hier kann niemand rein. Stadtmauer runtergebombt. Viel Spaß, Leute. Kanalwerte wird sich gewünscht im Hintergrund. Danke an Breakerlock für das 6. Abo. Liebe Chatmoderatoren, wie das mit dir, Marcel, entscheidet mal im eigenen Ermessen, ob ihr eine Kanalwette machen wollt und wenn welche. Überlegt es euch selber. Ein Weltkongress kommt gleich, ganz genau. Wir nehmen keinen Vorschlag an. Der wird uns Geld zahlen, aber wir hätten keine Städte erobert. Das lehne ich mal ab. Mit dieser Deal möchte die Kanalwette machen, ob Basilius heute komplett ausscheidet. Also ob er alle seine drei Städte verliert. Das ist eine spannende Frage, macht das gerne. Ja oder nein? Wir gucken nochmal kurz. Ja, das scheinen die drei letzten Städte zu sein, die er hat. Nur noch die drei hier. Macht das gerne, das ist eine sehr coole Idee. Das Lager hier vorne ist nicht gebaut worden. Das nutzen wir sofort, um das hier zu blocken. Und ziehen da jemand drauf. Revilo. Danke fürs 14. Abo an dich. Hi. Nur ein Prime-Abo. Es kommt vom ganzen Herzen, dann habe ich keinen Zweifel. Das nur kannst du gerne streichen. Danke für dich, an dich für deine Abos. Danke, Revilo. Wir ziehen auf jeden Fall hier vor. In der nächsten Runde können wir mit drei Katapulten feuern, wenn wir das wollen. Wir nehmen erstmal Antiochia ein und schauen mal, wie sauber das läuft und ob wir es jetzt hinbekommen. Jetzt ist WB kleiner, danke für den Hinweis. Damit geht es natürlich immer am schnellsten. Einmal drauf, wollten wir da irgendetwas plündern? Den Siedler... Den kriegen wir auch so nachher erobert. Den Pikenier nehmen wir ein, wenn die Stadt fällt. Plündern könnte man noch hier. Dieses Sägewerk, das gehört zu Antiochia, das bekommen wir aber in einer Runde nicht hin. Wir fahren einmal von hier vorne. Wir fahren einmal von hier hinten. Ist auch noch ein gutes Stück Arbeit. Weil der Pikenier drin steht, ist die Stadt sehr mächtig. Können wir mit dem Schwertkämpfer rein, der schafft das auch. Und dann könnten wir mit dem dritten Katapult weiterziehen oder den bombardieren. Beides wäre denkbar. Sobald wir erobert haben, wird unsere Heiligstätte, die dann unsere ist, dann natürlich wahrscheinlich geplündert hier. Ich würde sagen, den letzten, den ziehen wir mal so rein hier.
Feld Antiochia. Erste Kriegsbeute für uns und eine Inspiration bekommen wir ebenfalls. Erste Stadt, die wir überhaupt einnehmen in der gesamten Partie in diesem Let's Play. Und ein schwerer Verlust für die Byzantiner und für Basilios. Und ein cooler Gewinn für uns hier. Boost für die Militärausrichtung, Boost für das göttliche Recht, Eureka für die Ausbildung. Wow, so viel auf einmal. Stadt fällt und wird wieder rebellisch in 3 Runden. Höchste Zeit, dort einen Gouverneur hinzuschicken. Ich schlage vor, das wird der Kollege Viktor, ein Gouverneurstitel verfügbar. Wir ernennen ihn, er ist in 3 Runden vor Ort. So, der nächste Gouverneurstitel, der zweite. Da müssen wir gucken, da müssen wir auch abwarten, wie die Anzahl, die 3 Runden, die müssen nicht stimmen. Wir müssen mal abwarten, was uns beim Rundenwechsel gezeigt wird. Das ist oft noch nicht so richtig cool hier. Da müssen wir gleich nochmal in Ruhe drauf gucken hier. Jetzt sind sogar schon 5 Runden, also da würde ich abwarten. Jetzt müssen wir die hier klein bekommen. Einmal drauf feuern. Der Notfall ist schon längst vorbei. Den haben wir schon nicht mehr geschafft, Archangel. Seitan, danke für ein Jahr Treue hier. Danke an Stufe 2. Doppelter Danke an Seitan. Liebe Grüße an dich, Seitan. Danke an Max Pakt fürs 4. Abo. Liebe Grüße an dich, Max. Jetzt sind es immer noch 5. Wir warten mal ab. Der könnte hier drauf bomben. Die sind schwer zu knacken. Ich will eigentlich auf Adrianopel vorziehen. Das könnte man allerdings auch nächste Runde machen. Oder wir tauschen mit dem die Plätze. Das ist wahrscheinlich besser. Der ist hier eingekeilt, also der sollte erstmal fallen. Und den Siedler möchte ich gerne erobern. Sobald wir das Lager hier blocken, sind wir nicht unter Zeitdruck. Die Stadt fällt dann schon wieder, ne? Aber die Mauer wird ja auch nicht wieder doller hier, ne? Wir sollten schnellstmöglich Adrianopel einnehmen, aber die Mauer braucht lange, bis sie runtergebombt sein wird. Es sollte erst der Streitwagen weg, sonst haben wir Probleme. Der muss weg. Der geht natürlich mit dem Schwertkämpfer schneller weg, innerhalb von nur einer Runde. Kann sogar sein, dass der nächste Runde den fast schon im Alleingang killt. Wir ziehen nächste Runde mit allen Katapulten vor, aber erst nächste Runde. Die wechseln einmal die Plätze. Der zieht die nächste Runde dann vor. So machen wir das genau. Der Siedler steckt hier in einer Kontrollzone drin. Ich würde den Kriegswagen wegziehen. Dann ziehen die eins vor. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht geplündert werden. Ich tippe darauf, dass der Streitwagen den Siedler begleitet, dann hier drauf. Das hätte die Folge, dass hier vorne die heilige Stätte nicht geplündert wird, das wäre mir sehr recht. Das heißt, der macht denen sogar etwas Platz frei hier. Zieht einmal hier hin. Bleibt hier stehen, halt. Die Karte, dass wir nur im eigenen Territorium halt, haben wir im Augenblick nicht drin. Mit dem ziehen wir. Bleiben wir hier erstmal stehen. Der Rambok kann schon eins vorziehen. Der wird hier vorne hinkommen müssen. Dass die uns von Anshan aus angreifen, halte ich mittlerweile für unwahrscheinlich. Die hätten die ganze Zeit uns von diesem Stadtstaat aus angreifen können, dem Basilius zu zerrennen ist, und es ist nichts passiert. Den Streitwagen kann man angreifen, Jim Rayner, aber nächste Runde erst richtig. Wir können einmal mit dem Schwertkämpfer kriegen wir den ganz, ganz, ganz fix klein. Mit dem hier vorne ziehe ich nach links mit dem Schwertkämpfer. Da haben wir noch ein Katapult, das kann auch nach links. Der Siedler hier vorne, der wird in einer Runde, entsteht der Kriegswagen hier, von dem begleitet werden. Aber bis dahin gönnen wir ihm schon mal einen Krieger nachher als Begleitung. Was bauen wir hier? Wir reparieren das Monument. Können auch die Mauer reparieren? Nee.
Die Mauer gilt gar nicht, die ist vernichtet worden beim Bau. Wir reparieren das Monument, das bringt uns auch mehr Loyalität. Dann haben wir hier vorne einen Händler, das ist der erste überhaupt. Und den wollten wir von Urbulle nach Goldmais ziehen lassen, weil Goldmais das spannendere Ziel ist. Zwei Nahrung, eine Produktion für den Urbullen. Es ging auch rückwärts, aber Urbulle war als Ziel nicht so attraktiv, weil hier mehr Bezirke stehen. Wir könnten ihn auch runterschicken nach Antiochia. Es gibt noch mehr mittlerweile und wir hätten dann auch eine Straßenverbindung, die einmal durchs halbe Reich führt. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, das machen wir. 2 plus 2. Ich bin gespannt, falls Antiochia rebellisch wird, was dann mit dem Händler passiert, das weiß ich nicht. Knallpunkte-Vorhersage ist gerade gelaufen. Danke an Vidasnedir für die Auswertung. Wird heute Basilius endgültig ausscheiden, ist die Frage. Da habt ihr eure Kanalpunkte verinvestiert. 48% von 42 Teilnehmer für, ja, WB macht ihn fertig. Nein, er überlebt. Etwa halbe halbe, sagen da zwar nur 32 Teilnehmer, aber sie haben deutlich mehr Buddenkarma-Punkte riskiert hier. Da ziehen wir nächste Runde weiter. Mit dem Missionar hier. Ja, können wir vorziehen und Adrianopel ein bisschen bekehren. Da links nur eine Aktion. Der kann aber scouten gehen für uns. Der kann Adrianopel schon mal aufdecken. Jetzt sehen wir das. Und jetzt können wir auch besser, sagen wir, jetzt können wir auch unseren Vorschauwert anzeigen lassen, wie schnell man die Mauer runterbombt. Und das geht relativ fix. Die neue Hauptstadt ist leider hier vorne. Der Palast wurde rübergebeamt, deshalb hat die Stadt etwas mehr Verteidigungswerte. Hier ziehen wir nächste Runde vor. Wir wollten hier einen Speerkämpfer schon mal vorziehen. Achtung, hier ist ein sehr starker Schwertkämpfer von denen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Haben wir gerade aufgedeckt. Die ziehen alle nächste Runde vor. Alle zeitgleich. Ach, der kann auch hier vorne heilen. Hier drauf. Der kann aber auch einen Katapult nachher heilen. Das finde ich spannender. Ein Kriegswagen steht im Wasser. Den ziehen wir mal an Land. Der wird wahrscheinlich hier gleich gebraucht gegen den Schwertkämpfer. Der hat hier einmal geplündert, den können wir opfern. Wir plündern nochmal und plündern dann den Campus auch noch runter, denn ich weiß nicht, ob wir die Stadt einnehmen werden. Erstens weiß ich nicht, ob wir überhaupt den vorrücken und es könnte auch sein, dass die Babylonier sich schnappen und wir nehmen uns mal das, was wir gebrauchen können. Wir plündern das einmal runter. Das ist eine Beute, bei der wir uns sicher sind, dass wir die bekommen. Es geht Richtung Mathematik über die Reiterei. Einmal plündern, bitte. Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Städte wird nach Zeitaltern gefragt. Wir haben das nächste Zeitalter, wir haben im Augenblick ein dunkles. Das nächste Zeitalter wird fast mit Sicherheit schon ein, mit Sicherheit, wird ein normales sein. 11 Runden noch, also einen Punkt bekommen wir immer noch. Und vielleicht bekommen wir sogar noch ein Heldenzeitalter. Das wäre mega cool. So, alle haben gezogen, eine Runde weiter. Wir blocken den Bau des Lagers hier. Und eine Runde weiter. Ich wette, der Schwertkämpfer greift uns gleich an. Hammurabi empfiehlt uns, Hammurabi nachzueifern. Welche Überraschung. Oh, der Schwertkämpfer versucht, nach Adrianopel reinzukommen. Da hätte ich gar nichts gegen. Wenn die Mauer vorher runtergebombt hätten, wäre okay. Der Verlust des Speerkämpfers gerade war eingepreist, den haben wir geopfert fürs Plündern. Ich hatte ja beim letzten Mal immer verkündet, die Speerwerfer sind unsere billig gebauten Wegwerfeinheiten. Die waren uns auch deshalb so billig zu bauen, weil die ganze Zeit über im Weltkongress das hier lief, dass die Produktion von Militäreinheiten durch Produktion billiger war. Das haben wir so unglaublich viele Einheiten auch gebaut hier. So, die Stadt hier vorne ist gefallen. Die ziehen ins Wasser. Nein.
Jetzt muss der aber erstmal an Land ziehen, damit wir uns den holen können. Also den kriegen wir natürlich gekillt hier, ne? Da bin ich auch bereit, noch ein Katapulte drauf für zu opfern hier. Solange wir im Wasser sind und schwach sind. So, wenn der Siedler hier an Land geht, holen wir uns den. Der kann nicht in einer Runde hier an Land gehen. Das heißt, das können wir uns auch holen. Wir bekommen den auf jeden Fall behalten. Erstmal nur ein Stückchen weiter. Können. Also falls der hier an Land geht, brauchen wir hier eine Einheit, die den einfängt. Und das sollte dann doch der Schwertkämpfer sein, weil der den Beschuss überlebt hier. Wir haben keinen. Es könnte auch ein billiger Schwert. Wir können auch den. Haben wir die Karte drin, die Garnisonskarte, die Annehmlichkeiten bringt? Bringt mehr Loyalität. Wir ziehen den Krieger raus. Den bin ich bereit zu opfern nachher, um einen Siedler zu bekommen. Jetzt bereiten wir uns hier erstmal auf Adrianopel vor. Also wir können nur mit einem Schiff, können wir den Siedler, solange er im Wasser ist, entern. Nicht mit einer Landeinheit. Wir können nicht eine Landeinheit draufziehen und den Siedler kapern. Das geht nicht. Jetzt bomben wir ein bisschen auf Adrianopel, ziehen unsere Einheiten vor. Den können wir versuchen zu schwächen, aber ich glaube, der kommt in Adrianopel an und das können wir auch nicht verhindern. Wir bräuchten einen Bogenschützen, um das zu verhindern. Wenn er ankommt, wird die Stadt stärker. Wir könnten ihn attackieren, wir könnten versuchen, ihm den Weg abzuschneiden, aber ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn er in die Stadt reingeht. Wenn er in die Stadt reingeht, dann vernichten wir ihn nämlich, während wir die Stadt bombardieren. Ich finde das gar nicht so schlimm. Der soll da ruhig reinlaufen. Der muss einmal bis hierhin ziehen, dann noch einmal, um drüber zu sein. Und dann, also selbst ohne Kontrollzone, braucht er 3 Runden, bis er da angekommen ist. Ich will auf jeden Fall verhindern, dass Adrianopel auf Katapulte schießt. Deshalb opfern wir mal einen Speerkämpfer oder bieten ihn als Ziel an. Ziehen auf den Sumpf. Im Sumpf ist man verteidigungsschwach und guckt mal, was da passiert. Na, das kriegen wir nicht hin. Bleibt hier erstmal stehen. Wir verschanzen ihn sogar, dann haben wir einen geringen Verteidigungsbonus. Er kann. Das ist doch cool hier. Wir mopsen einen Bautrupp. Der Rambock muss langsam schon mal vor. Der muss auch schon mal langsam vorziehen hier. Du kannst ja nicht mit Rammböcken oder mit Katapulten in die Stadt. Das macht nur ein Schwert, ein Speer, eine Nahkampfeinheit hier. Der kann ausheilen durch eine Beförderung, sehr gerne. Wir kämpfen, also kurzfristig gedacht, Kampfstärke gegen. Dass man sich schützt vor Beschuss vor Fernkampfangriffen. Langfristig hilft einem der Schlachtruf mehr, aber der Feind hat derzeit wenig Einheiten. Könnten, ne? Aber man kann beides begründen. Also ich denke mal, wir denken schon mal an einen künftigen Krieg, den wir unter Umständen zum Beispiel mit den Nachbarn im Süden haben, mit den Babyloniern, und gehen auch mal auf, weil die haben Einheiten, gehen mal auf Schlachtruf und machen den Kampf gegen Einheiten stärker. Schauen wir wieder, ob wir uns eine Freundschaft holen können. Noch nicht. Im Augenblick verkaufe ich keinen Gunst. Ich will erstmal den nächsten Weltkongress abwarten. Ob wir da noch Gunst brauchen für irgendwas. Hier geht es Richtung runter. Missionar setzt aus.
Hier ist gerade der Kriegswagen entstanden. Der begleitet den Kollegen. Er zieht aber schon mal vor. Jetzt entsteht in 4 Runden ein Monument. Mehr Siedler brauchen wir eigentlich nicht. Die haben freundlicherweise hier oben in Ordnung eine Stadt gegründet, die wahrscheinlich rebellieren wird, weil der Druck durch uns zu groß ist. Kann sich allerdings noch verändern, wenn die in Hakmatana und in Bakhtiari noch weitere Bewohner bekommen. Es kann nicht so sein, dass wir hier eine Stadt geschenkt bekommen gleich. Warum nicht die fremde Stadt missionieren, solange wir im Krieg sind? Weil hier noch ein anderer Missionar ist. Was haben wir davon? Also, kann man machen, kann man lassen. Der missioniert uns gleich nur zurück. Vielleicht provozieren wir ihn nicht zu missionieren, solange der Missionar hier steht, solange wir keine Aktion durchgeführt haben. Also es bringt uns irgendwie gar nichts. Vielleicht gibt es die Chance, dass die KI nicht missioniert, solange wir nicht missionieren. Ich weiß nicht, wie die KI da tickt. Alles denkbar. Die Zeitalterpunkte fürs Missionieren einer Stadt bekommen wir eh nicht. Wir haben hier einen Missionar mit einer Aktion und die Stadt kriegen wir eh nicht missioniert hier. Das bekommen wir eh nicht hin. Dafür ist der Druck, den wir entfachen können, ein viel zu geringer. Wir haben 264 an Glaubenspunkten. Wir können in Goldmais bislang noch keine Apostel uns holen, weil wir nicht genug Glaubenspunkte haben. Das wäre eigentlich der nächste Schritt hier. Eins weiter. Ja, Vibi hat einen neuen Handwerker gefunden, den er traumatisieren kann. Ja, knack! Genau, das ist mein Plan. Oh, wir können ihn da ablenken, den Schwertkämpfer. Sehr schön, und den Speerkämpfer können wir sogar noch in Sicherheit bringen. Willkommen am Weltkongress. Zwischendurch danke an Tobi. Liebe Grüße Richtung Oberlausitz. Danke fürs zweite Abo an dich. Mal schauen, worum es geht. Ja, hier stimmen wir dafür, dass wir selber eine Handelswegkapazität mehr bekommen. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber versuchen kann man es. Wir sind aus unerfindlichen Gründen nicht sonderlich beliebt im Spiel. Da können wir wählen, Söldner kompanieren. Oh, wir stimmen wieder dafür, dass der Kauf von Militäreinheiten billiger ist mit Produktionspunkten. Ja, Stimme wirkt wieder dafür. Einfach so, weil wir haben uns noch nicht auf eine Siegvariante geeinigt. Vielleicht bekommen wir sogar einen Diplomatie-Sieg. Wer immer so abstimmen, wie die anderen es auch wollen. Gunst gehen wir allerdings für nichts aus hier. Das sehe ich nicht ein. Und einmal einreichen. Ja, dafür bekommen wir einen Diplomatiepunkt, weil wir hier genauso abgestimmt haben wie die Mehrheit. Dass der Bau von Einheiten billiger ist. Und irgendjemand, den wir nicht kennen, hat das hier oben gewonnen. Wieso man im Weltkongress zusammenfindet und damit unter Delegierten sieht von einem anderen Reich, aber nicht erkennt, um welches Reich es sich handelt, das sind Dinge, die sich mir leider nicht ergründen. Das dürft ihr mich nicht fragen, wie sowas funktioniert. So, das haben wir hinbekommen. Jetzt haben wir eine bessere Ansicht: Rebellion in 2 Runden. Das ist krass. Und das können wir auch nicht ausbremsen. Also das ist auch, wir hatten letztes Mal diskutiert, ob man den Viktor so befördern kann. Ich hatte mich dagegen entschieden. Ich hatte den Gouverneurstitel anders ausgegeben. Ob man ihn so befördern kann, dass er mit Hilfe von Garnisonskommandant Nummer 4 Loyalität extra gibt, können wir jetzt nicht mehr machen. Hätte aber auch wohl nicht der entscheidenden Wirkung hier gehabt. Bei 13,9, selbst wenn es da 4 runter geht, so schnell kommen wir auch nicht an Adrianopel rein. Das werden wir nicht schaffen. Kaori, Nishida Kaori, danke fürs erste Abo. Bitte Blumen aus dem Chat an Nishida Kaori. Willkommen bei uns. Nee, Jim Raynor, der Tooltip, das hatten wir letztes Mal beim letzten Let's Play mal ausprobiert. Dieser Tooltip ist in der deutschen Übersetzung ein falscher. Das heißt, Garnisonskommandant, dieser plus 4 Loyalität pro Runde. Die gilt auch für die eigene Stadt. Nicht nur für fremde Städte. Die deutsche Übersetzung ist falsch. Ja, dann sollten wir ein paar Einheiten hier stehen lassen. Nächste Runde ziehen wir vielleicht den hier wieder raus und müssen dann nochmal alles runterbomben und ein paar Einheiten killen. Aber vorher ein neuer Siedler. Cool. Sehr cool.
lassen die mal hier stehen. Ich denke nicht, dass die in der Einheit haben, die flink genug sind, den zurückzuerobern. Jetzt geht's Richtung Adrianopel. Den hier retten wir mal. Ziehen den ein Feld raus. Vielleicht versucht der Schwertkämpfer, den zu jagen. Mal gucken. Wir versuchen auf Adrianopel zu bomben. Einmal von hier oben, bitte. Geht nicht. Ah, Scheibenkleister. Weil Dschungel dazwischen. Wir sehen nicht weit genug. Er kann aber schießen. Auch nicht. Weil zwei Dschungel daneben. Ah, das ist krass. Das heißt, die müssen erst alle in den ersten Ring hier reinziehen. Selbst er kann nicht bomben. Er kann bomben. Obwohl der zweimal Wald hat. Was? Steht nicht auf einem Hügel? Ist das kein Wald? Nee, das ist... Ah, alles klar. Es sind zwar Bäumchen drauf, aber die Platzierung der heiligen Stelle hat, falls ja mal Wald war, diesen entfernt. Das heißt, der kann bomben als einziger. Das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Ob wir nämlich überhaupt nachher versuchen, Antiochia zurückzuerobern. Falls wir es schaffen, Adrianopel einzunehmen, dann sollten wir eigentlich die Macht sein, die den größten Loyalitätsdruck auf Antiochia ausübt. Selbst wenn berücksichtigt, dass wir ein dunkles Zeitalter haben. Weil wir einfach die größte Bevölkerungszahl drumherum haben. Die anderen haben alle ein normales Zeitalter. Die Byzantiner selber, da wäre der Druck nicht mehr da. Es könnte sein, dass die Babylonier mehr Druck ausüben. Da bin ich allerdings skeptisch. 4, 4, 5 Städte. Nee, ich vermute, die Babylonier hätten es. Ich vermute, die Babylonier würden dann Antiochia durch friedlichen Druck bekommen. Ich glaube, wir müssen Antiochia zurückerobern. Es würde nicht anders gehen. Und dann sollten wir ein paar Katapulte hier sogar stehen lassen. Was ich mich auch gerade frage, ist, wenn Antiochia fällt und rebellisch wird. Ne? Also wenn wir eine Einheit drin stehen haben, wird die rausgebeamt. Was ist aber mit einer Einheit, die in einem Lager steht? Also falls wir einen unserer Katapulte hier drauf stehen haben in einem Lager und Antiochia wird rebellisch, wird dann auch eine Einheit aus dem Lager rausgebeamt. Frage an die Leute auf Twitch, die SIF. Fachkundigen, das SIF-fachkundige Publikum dort. Das Lager ist kaputt, ja, weil die Stadt kaputt ist, gilt auch das Lager als kaputt. Und vor allem das Lager, selbst wenn das Lager heil ist, es hat keine Stadtmauer. Weil die Stadtmauer wurde komplett vernichtet. Die müssten wir neu bauen. Das heißt, die muss dann nicht mal repariert werden. Eine Mauer bekommen die nicht, nein. Dann sollten wir eigentlich, weil das Lager keine Mauer hat, das Lager besetzen können. Ne? Aber es könnte trotzdem beschossen werden, weil es keine Mauer hat. Von der Stadt selber. Boah, das sind Fragen. Alles so super komplizierte Ausnahmefragen hier.